Nächster Redner ist Kai-Jan Greiner, der Budget- und Finanzsprecher der SPÖ. Danke, Herr Präsident. Thema Teuerung. Die ÖVP-Redner, der Bundeskanzler und auch die ÖVP-Redner haben hier aufgezählt, wie viele Maßnahmen diese Bundesregierung beschlossen hat, um die Teuerung zu bekämpfen, um sie abzufedern. Und das ist ja alles richtig. Es hat ja wirklich ganz, ganz viele Maßnahmen gegeben. Die haben auch wahnsinnig viel Geld gekostet. Der Finanzminister, der jetzt nicht da ist, weiß überhaupt noch nicht mehr, wie er ein Budget aufstellen soll. Namhafte Wirtschaftsexperten sagen, sie wollen nicht der Nachfolger vom jetzigen Finanzminister sein, weil das Budgetloch, das sie hinterlassen, das größte ist in der Geschichte dieses Landes. Aber entscheidend ist ja, was hat das für eine Auswirkung gehabt auf die Realität? Dass ich viele Maßnahmen setze und dass ich viel Geld ausgebe, okay, aber was ist die Wirkung tatsächlich gewesen? Das Erste ist, ja, wenn wir Ungarn oder die baltischen Staaten heranziehen, die haben eine höhere Inflation als wir. Aber die vergleichbaren Staaten, wenn ich die westeuropäischen Staaten heranziehe, haben wir die höchste Inflation in Westeuropa, von allen Ländern. Das sind Fakten, das können Sie nicht wegschieben. Und wir können uns nicht vergleichen mit einem baltischen Staat, sondern wir werden uns wohl mit den westeuropäischen Staaten vergleichen. Und da ist das Ergebnis Ihrer Politik ganz schlecht, weil wir haben die höchste Inflation in Westeuropa. Das sind Fakten, das kann man nicht wegreden. Schauen wir uns an im Energiebereich. Schauen wir uns im Energiebereich, was passiert ist. Sie haben unsere Vorschläge, dass man in den Markt eingreift, dass die Preise gar nicht so steigen, haben Sie vom Tisch gewischt und gewischt. Dann haben wir gesagt, dann muss man zumindest die Übergewinne abschöpfen. Sie haben gesagt, Sie machen das, haben ein Gesetz beschlossen, wo wir gesagt haben, das wird nicht wirken. Jetzt geben Sie selber zu, was ist passiert? Die Stromkonzerne haben oder die Energiekonzerne in Österreich haben Rekordgewinne. Alle, ob das die OMV ist oder der Verbund oder wer auch immer, Rekordgewinne. Und die Kunden, die zahlen diese Rechnung. Und was machen die Stromkonzerne mit dem Geld? Was machen die? Sie schütten es als Dividende aus an ihre Aktionäre. Die Politik, die Sie gemacht haben, führt dazu, dass die Aktionäre das höchste Einkommen haben ihres Lebens und die Kunden die höchste Rechnung. Das ist doch das Ergebnis Ihrer Politik. Und jetzt sagen Sie aber, jetzt machen wir eine echte Übergewinnsteuer. Das glaubt Ihnen doch niemand mehr. Das Geld ist schon weg. Das ist schon bei den Aktionären. Das ist das Ergebnis Ihrer Politik. Die Aktionäre haben das Geld und die Kunden haben es bezahlt. Das ist das Ergebnis Ihrer Politik. Schauen wir uns im Bereich von Wohnen an. Von Wohnen. Was ist das Ergebnis, was Sie machen? Die Mieten steigen auf Rekordniveau, wieder um 9% erhöht. Und Sie kommen immer mit Wien, ich weiß. Sie haben gesagt, Ihnen sind die Leute in der Stadt egal. Weil das betrifft nur die Städte und das ist ihnen wurscht, dass die mehr Miete zahlen. Das war ihre Politik. Und dann reden wir über Wien. Reden wir über Wien. Was hat Wien gemacht? Wien hätte es sich einfach machen können. Ganz einfach. Hätte sagen können, die Nichterhöhung im Gemeindebau kostet uns 50 Millionen Euro. Wir sind nur zuständig für den Gemeindebau. Wir nehmen 50 Millionen Euro in die Hand. Wir nehmen 50 Millionen Euro in die Hand und die Mieten im Gemeindebau steigen nicht. Was hat die Stadt Wien gemacht? Die Stadt Wien hat gesagt, uns sind alle Menschen in Wien wichtig, wurscht, ob sie im Gemeindebau leben oder außerhalb des Gemeindebaus, und haben viermal so viel Geld, 200 Millionen Euro in die Hand genommen, um jene, wurscht, ob sie im Gemeindebau leben oder in einem Zinshaus oder in irgendeiner anderen Wohnung, die Probleme haben, ihre Miete zu zahlen, diese zu unterstützen. Weil der SPÖ sind die Menschen außerhalb vom Gemeindebau genauso wichtig, wie die im Gemeindebau leben. Das ist der Unterschied.
Das ist der Unterschied zwischen Sozialdemokratie und der österreichischen Volkspartei. Ihnen sind die Aktionäre wichtig, nicht die Kunden, nicht die Menschen in diesem Land. Und ein letztes Wort zur Kinderarmut. Ein letztes Wort. Gut, dass es endlich ein Paket gibt. Aber die Fakten in Österreich. Sie haben in Ihr Regierungsprogramm reingeschrieben, Sie wollen die Kinderarmut in Österreich halbieren, um 50% senken. Was sagen die Fakten? Sie ist um 50% gestiegen. Seitdem Sie in der Regierung sind, Sie haben 40 Milliarden Euro ausgegeben für Hilfen, aber Sie auf die Kinder vergessen. Gott sei Dank, weil Volkshilfe und andere Organisationen darauf aufmerksam gemacht haben und auch die SPÖ, machen Sie jetzt ein Paket. Sie haben auf die Kinder vergessen.